Herzlich willkommen zurück hier auf dem Lieblingskanal Tomek zockt. Heute in einer neuen Folge Minecraft und zwar Folge 9 müsste das sein. Der gute alte Traff ist dabei. Projekt ja, moin. Badezimmer läuft schon. Wie man sehen kann, ja. Wunderschöne Badewanne. Ein Waschbecken. Eine Toilette. Die geht nicht, oder? Achso. Doch, geht doch. Junge, mach mich nicht schwach. Gut, ich werde jetzt mal gucken, weil du wolltest ja, dass die Kisten hier im Treppenhaus auch verschwinden, ne? Ja. Ich zeig den Leuten mal eben, was hier noch entstanden ist. Und zwar dieser Weg wurde beleuchtet. Leider nicht aufgezeichnet, weil die Aufnahme gehakt hat. Ja. Passiert. Technical aber, Difficults, ne? Man kennt's. Ja, wir haben nicht viel gemacht, von daher. Nee, wir haben ja gerade erst angefangen gefühlt, also von daher. Ja, das Krasse kommt ja jetzt. Ja, wir haben hier noch ordentlich zu tun, weil Küche, Wohnzimmer. Oh, wir haben einen Gast. Voll. Schwierig. Guck mal hier. Wer denn? Wer kommt denn da schon wieder vorbei auf dem Meter? Hm? Ne, du guckst dich von draußen hier an, was wir drinnen hier machen. Ach so, ja, das ist ja noch okay, ne? Der kleine Strolch hier. Na, ja, nett. Naja. So, dann schieben wir mal wieder das zurück. Zack, 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 zack. Zack. So. Mal eben. Birke. Ofen, Ofen. Ist der Birke, mein? Ofen, Ofen. Ja, wir wollen die Küche heute machen, ne? Und das Wohnzimmer noch. Badezimmer ist erledigt. Ja, beide. Ja. Der erste Mann hätte natürlich beim Badezimmer deutlich mehr machen können, aber der Raum ist natürlich jetzt nicht so groß, dass man da viel. Ja. Ne? Viel Ability hat für noch. Unser Keller ist ja auch ready. Ja, ich fange mal an, ein bisschen umzulagern gerade. Eine extra Glaskiste, extra Holzkiste und so, oder? Oder? Na, erstmal. Ja, ne? Pack mal hier, da wo die Betten, da packe ich die Betten rein und die fertigen Kisten und so, was wir haben. So alles, was Dekor irgendwie auch noch sein könnte. Lesepult, hier die Kummel, der Kartentisch zum Beispiel auch. Ja, siehe. Was braucht man eigentlich für Blocke, Lagerfeuer? Stein. Nur Stein? Für nur normalen Ofen mal mit brauchst du nur Stein. Und dann? Machst du daraus einen Ofen? Aber eigentlich nicht, ganz simpel. Aber nicht selber, sondern eine Werkbank, ne, oder? Ja, ich glaube ja. Obwohl, ich glaube, du kannst ja, doch näher an eine Werkbank. Ja, Werkbank, ja. So, damit sind die ersten Kisten schon ausgelagert. Eine Werkzeugkiste, dann nehmen wir hier die angerostete Spitzhacke. Machen eine Werkzeugkiste da unten hin. Was brauche ich dafür jetzt nochmal? Vier, okay. Also 8. 4 gönne ich mir. Also hier. So. Zap, zarap. Schiebscharib und Schiebscharab, Digga. Jetzt ist die große Frage. Woran er die legen hat? Ja. Nein. Wie wird hinstellen und wo? Ja, das ist immer so die Frage, ne? Ich kann gleich mal ich gut machen, aber erstmal mache ich mal ich räume ein hier gerade. Das einzige Doppelding ist das hier. Ist Ditte. Ditte? Hm. Ja, Ditte. Nice. 2, 3, 4. Könntet ihr
Entweder so oder so. So ist auch ganz nett. Ein Schmelz. Ein Räucher, ein Schmelz. Yeah. Und danach. Boah, Junge, Alter. Aber danach, boah, Junge, Alter. Ah ja. Ja moin, Meister, ne? Was soll ich dir sagen? Er war ein bisschen viel Shit, der da jetzt kam, Digga. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, bum. Bum, bum. 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 Aber noch gut. Ja moin. Oh, guck mal, schon sind die Kisten entfernt. Was sagst du? Das ging ja fix, wa? Ja, sicher. Ja, nice, Ding. Oh. Oh, achso, die Kochinsel wird das hier. Nice, Digga. Kochinseln, ja. Insgesamt nice. 3 Stück mache ich. Ja, 3 Kochinseln. Jo. Falls wir mal. Hinhauen. Hä? Da hinten noch. So hier, ja, okay, verstehe. Und an der Seite mache ich dann Kühlschränke quasi hin, ne? Oder sonst irgendeinen Scheiß. Nur 3, bleibt ja auch offen, denke ich mal, ne? Arschlecken. Ja, klar. Ne? Dann machen wir hier, glaube ich, einen Teppich hin oder so. Ziehen ihn durch komplett. Ist aber auch symmetrisch hier. Jo, ist sogar symmetrisch, krass. Symmetrisch? Ein bisschen weißen komplett durch den Arsch lecken, ne? Weißen Teppich. Weiß ich nicht. Ist egal, du. So, dann haben wir hier jetzt natürlich so eine Ecke, wo man ein bisschen maken kann, und, ne? Und hier ist das Wohnzimmer, ja. Mit Kamin. Warum nicht, ne? Würde ich sagen, ja. Den kann man ja vielleicht hier hin placen oder so, keine Ahnung. Oder dorthin placen. Mhm. 4. Ja, eng, wird eng. Warte, so nicht. Die Blumenkiste, die kann auch raus eigentlich, ne? Ja, eigentlich vor der Tür schon. Irgendwo da hinten oder so. No. Soll ich hier drinnen, ne? Vor allem reicht auch nur eine, ne? Ja, das war ja damals am Anfang, ne? Keine doppelte. Soll ich hier hin tun? Ey, mach die Tür auf hier. Wo ich mir das Mic? Mach die Tür auf, wo ich mir das Mic? And I hope you like. Hier für euch. Gehen. Weißt du was, ich mache jetzt einfach so eine richtig krass gemütliche Sitzecke, Digga, ganz ehrlich. Wir haben ja den Space, Digga, ne? Huch! So. Warum ist hier Farbstoff drin, Alter?
die Blumen sind platt gegangen. Deswegen. Nee, die habe ich platt gemacht. Die wurden gemaked, verstehst du? Ach, hier ist die. Okay, party people in the house. Oh, hallo. Ja, klar, Digga. Erstmal Party machen, siehst du? Jetzt hat die Frage, die ich noch habe. Birkenboot? Ja, das habe ich mir damals immer gebaut. Ja, kannst du doch. Weiß ich nicht, ansonsten wirfst du in den Lava, Digga. Das ist ja nicht. Ist doch. Hey, das ist doch egal. Tu mal Farbe in den Nähzimmer da bei uns, ne? Ja, mach mal. Ich brauche Teppich. Teppich. Die Frage ist, was für welchen? Wir haben halt nur graue Wolle Eimer. Mach doch, wir haben ganz viel. War grau. Überlege ich gerade, welche Farbe I take, weißt du so? Every move you make, was? Aber Kohle kann auch runter, ne? Eigentlich in den Keller, ne? Kohle, Stein und Kohle, so. Kohlekeller, ne? Meinst du? Ja, klar. Wird Eisen und so unsere ganzen Barren irgendwie in eine Schmiede noch kloppen, einfach so? Oben, oder was? Ja, warum nicht? Ist ja unsere Schmiede, ne? Also, weiß ich nicht. Kann man machen. Hier aus irgendwas machen. Also Gold, Kupfer. Alles nach oben, oder was? Obsidian. Ja. Redstone, Staub? Nochmal, hm. Haben wir nicht Redstone gehabt auch? Er ist oben. Ganz oben. Ach so. Ja, Obsidian auch nach oben? Also zur Schmiede oder woanders hin? In seinem Keller. Ich glaube, Obsidian. Na, brauchen wir jetzt aktuell nur für den Nether-Portal. Ne? Also weiß ich nicht. Kannst du auch ruhig mit in die Kohle floppen. Na, das ist. Zur Kohlekiste? Na, ich denke, das ist okay. Digga, wie kriegt man denn noch? Ich bin gerade so lost einfach, ne? Digga. Was denn? Ja, wie denn? Wo denn? Was denn? Warte mal. Toll, Digga. Kann ich nicht machen. Dann muss ich mal kurz anders überlegen. Okay. Ich hab ne Idee. Nein, nicht in Bad und WC. Aber ich hab trotzdem ne Idee. Ah ja. Ja, ja. Kurz runterlaufen wieder. Ja gut, Digga, so ist das halt. Man muss halt worken jetzt, ne? Ja, aber das ist so eine Workout, Digga. Weiß ich nicht, das muss halt so. Ich hoffe, das haut jetzt hin, was ich davor habe. Mal gucken. Eigentlich. Ja. Nein. Ich auch noch. Bevor ich hier weitermache. Was sagst du zu der gemütlichen Sitzecke hier? Wait. Ich komme sofort. Die chillt doch richtig ab, Digga. Aber eigentlich hätte ich die anders platzieren sollen, Digga. So rum ist eigentlich Quatsch, ne? Hätte von der Wand aus vielleicht eher gehen sollen, wa? Ja. Ja, mach ich mal.
Ich finde, so kann man es machen. Aber ein bunter Tisch. Na, ist halt Tischdecke, Digga. Ach, So war's gedacht Tischdecke. jetzt von mir Ah, okay. zumindest. Ja, ich wollte halt grau, aber für grau, um grauen Farbstoff zu machen, brauchst du weißen und schwarzen Farbstoff. Und wir haben keinen schwarzen, weil wir noch keine Tintenbeutel haben. Außer diese Leuchttintenbeutel und damit. Ja, nee, Digga. Das passt schon. Ja, klar. Wo soll ich jetzt machen? Ah, da oben. Und ich meine, so den Tisch kann man immer noch umstrukturieren, wenn man das möchte. Ich mache uns mal einen Schmiedetisch auch, ne? Na klar. Ah, guck mal, da ist ein Skelett, guckt hier rein, da ist ein Creeper, Digga. Ah, die gönnen sich Oh, hier. guck mal, ganz viele Besucher. So schön. Ja, die wollen hier einziehen, glaube ich, Digga. Die merken halt, wie schön wir das haben, weißt Ausrüstung. du? Immer Doch, kann ich komisch. benennen. Oh, man kann sogar benennen. Anfang. Benenner. Benner Montana. Kann man auch sagen, ja. Das ist nervig. Schalalalala. Aber was denn jetzt? Bildschirm schwarz manchmal. Ja, das ist wirklich lästig. Ich verstehe auch nicht, warum der bei dir so Marotten macht, Digga. Don't. Knopf. Ich habe dir zu meiner Werkbank hingestellt, ne? Ja, nice, Digga. Kann man ja eventuell auch nutzen. Ja. So meinst du? Ach, guck mal, Digga. So geht auch, ja. So hast du es Machst halt nicht auch lieber mit so dem eine Baum. U-Form und ganz in die Ecke rein? Hä? So von hier so eine ganz in die Ecke halt, ne? So ein Couch halt, ne? So eine Eckcouch wäre auch nicht schlecht. Man könnte dann eventuell hier so einen Kamin machen? Digga, statt du mir das, bevor ich die Scheiße hier hingesetzt habe, ne, Digga, Musst du gerade ich selber gesagt, hab's in die Ecke verkackt. machen? Hä? Nee, du hast das gesagt. Ich hab nichts von. Doch vorhin noch hast du gesagt. Eine Wand in der Ecke. Du schaller dich gleich weg. Was hältst du davon in der Ecke? Komm, Finde geh ich mal kurz gut. in der Ecke, Digga. Box ich dich eine Runde. Finde ich smart auf jeden Fall. Ja, ist aber eine krasse Idee, meinst du? Keine Angst, ist kein großer Impact bei mir. Ich werde so schaden, oder? Nee, der Impact ist halt nicht viel. Ich habe keine Kraft, weißt du? Ich Ach bin so. Schwächling. Naja. Wo sind Stöcker nochmal? Puh. Ist halt die Frage, von der wir schon haben. Das weiß ich gerade gar nicht Haben wir mehr. ich drüber zu Holz, ne? Weil Stock ist ja Holz. Mach ruhig. Also, erstmal wollte ich ja. Da müsste schon reichen. Dann mache ich hier zurück, da zurück. Soße. Ach ja, klar. Birke. Also nach Dings nach Holzart noch unterteilt, ne? Sehe ich gerade. Naja. Ja gut, Atoll, ist es halt einfacher, dann den Überblick zu haben, weißt du. Guck mal, haben wir eine schöne Sitzecke jetzt hier, sagst du? Schnucklig. Was könnte man jetzt noch dahin basteln, Digga? Das ist die Frage. Sitzecke, ja klar. Ich würde sagen, nur so ein Kaminchen, also hier in dieser Richtung hier, ne? Nur halt.
Muss man halt hier eine Wand ziehen oder so eine Art, oder so eine Art, ne? Keine Ahnung. Wo hier? Minimum. Du? Ja. Also die Falltüren müssten dann weg hier. Hier muss die Scheibe weg, dann irgendwie eine Wand aus Holz oder auch Stein, dem auch Stein her. Ja, aber warum und dann muss dann davor? Stimmt, die Falltüren müssten dann weg. Dann davor noch Dinge. Warte mal, wir haben noch, noch eine halbe Wand. Ja, mal gucken. Ja, warte mal kurz. Guck mal, ein bisschen glatten Stein haben wir ja. So. Also so oder noch weiter? Symmetrisch wäre ein weiter, wenn wir hier in der Mitte das Feuer machen. Also hier hin quasi, weißt du? Also so. So wäre es symmetrisch auf jeden Fall, ja. Oder also, ne, oder machen. Kann man nicht daraus eine Treppe machen? Aus dem oberen? Raus. Oder? Wird auch nice. Ja, dann, ja, ich brauche mehr glatten Stein auf jeden Fall dann. Ja, haben wir keinen mehr, oder? Nee. Oh, nee. Ja, haben wir noch. Ja, Digga, ne? Ist halt alles ein bisschen zerrönt, ne? Nee, ja. Oben kann man ja. Den hier nehmen. Hast du denn keinen Ofen zufällig? Ne, hast du nicht. Ne? Da nicht mehr. Aber hier, ich muss mal ein bisschen Kohle nehmen. Ja, darf ich jetzt vielleicht erstmal den Stein dafür machen, Digga? Beruhig yeah, dich mal. Ich bin ja nur hier. Ne? Ja, ja. I need more stone. Bestücken wir mal die Sachen mit Kohle. Wir haben gar nicht mehr den Stein für unseren neuen Kamin, Digga, den roten. Was hast du? Ja, wir haben gar nicht mehr diesen geilen roten Ziegelstein für unseren Kamin. Wir hatten nur 4 gehabt, das oben, ne? Na. War natürlich ein bisschen ja, schade, ne? Aus dem Dorf abgezogen, ne? Na klar, Digga. Wir sind halt Maker, ne? So läuft das halt bei uns. Ja, wer randaliert da unten eigentlich, da draußen eigentlich schon mal rum, da unten, Alter? Ich bin das sehr unhöflich hier in der Nachbarschaft manchmal, ne? Das müssen wir jetzt auch einfach mal sehen, so. Wir hatten doch noch einen dafür, ey. So. Das kann man, glaube ich, für da lassen. Was ist denn? Ach, wenn da wieder hier. I'm come from a land down, land down. Ich kann gucken, was er zu uns sagt. Mhm.
Du hast ja nur Müll, obwohl, was hat denn hier von komischen Stein? Gib ihm direkt eine Kopfnuss dafür, Digga. Bam! Hau ab! Gut so. Spuck mir nicht an, Mann! Hab ich dir getan? So. Frechheit hier immer hinzukommen, ey. Ja, ich sag dir das. So. Zwei Leder und Leine. Wo ist Leder oben? Ist halt da, wo die Spinnnetze drin sind. Wo sind die denn? Also, im Keller dort. Ja, klar, Digga. Das kann also zurück. Also man kann keine glatten Steintreppen bauen anscheinend. Das ist jetzt natürlich ein bisschen, Warum nicht? Verstehe ich nicht. Ja, naja, gut, dann tricksen wir mal da oben rum. So, kann ich nicht nehmen. So. Zack. Ich würde den verschieben. Warum denn? Hier noch ein Lagerfeuer ist ja nur ein. Lagerfeuer ist ja nur ein Dings nur, ne? Ja, ich kann auch kein zweites bauen, ne, Digga, hast recht, scheiße, hab ich vergessen. Geht nicht. Doppelkant, also Doppelding? So komisch aus, oder? Ja, warte doch erstmal, bis es fertig wird und dann kann man noch darüber urteilen, oder? Findest du nicht, Digi? Mhm. Schade, dass du halt so einen. Ja, was soll ich da sagen? Ist schade, Digga. Es ist halt einfach schade. Ja, okay. Du brauchst meinst du mal für ein Lagerfeuer? Boah, Digga, Alter. Dias und so, wohin damit? Ja, kannst du wohl in eine Schmiede packen, oder? Wohin? Ja, oben in eine Schmiede einfach. Schmiede. Da wo so unsere wertvollen Ressourcen sind. Wo hast denn du die Kohle jetzt hingepackt, Digga? Gibt keine Kohle, ist alles im Ofen drin, überall verteilt. Oh, ach so. In jedem Ofen. Also alles sind an eigentlich. No, ist okay. Redstone Staub. Keine Ahnung. Pack ich auch da hoch. Ist staubig, sagst du. Ton und Obsidian mal auch nach oben einfach erschrecken. Klappe zu, Affe tot. So. Auch. Ja, Alter. Ja, bitte. Ich bin halt einfach verwirrt gerade, nur mehr nicht. Kartoschkas. Kartoschkas. Hühnchen.
Möhren. Ui. Soll ich dann Essen in eine Truhe packen? Alles komplett? Brote, Kuchen und sowas? Ja, kann man, glaube ich, oder? Ja, oder? Also, zu verteilen, ja, ne? Klar. Jetzt sagt mir, das sieht doof aus mit zwei Lagerfeuern. Moment. Aber ich werde jetzt mal mich darum kümmern, dass der Stein hier mal verschwindet langsam, ne? Ab in den Keller damit. So, nämlich erwarte ich, habe noch ein bisschen Kohle in der Hand. Das können hier? Wir noch in einen Ofen werfen, ne? Oh, und zwei Stacks Brote, Alter, auch geil. Ja, ich sag ja, durch die ganzen Strohballen, die wir gefarmt haben. Gefarmt. Haben wir halt richtig gut rausgeholt, ne? Das stimmt. Auch Schalenbehälter ein Ding, ne? Ja. Hier nehmen wir mal das Stone hin. Dann mache ich da. So. Gut, könnt ihr da unten hin? Na, ist egal. Wohl, da müsste Platz, ja, für die vierte Holzart, ne? Können wir euch lassen, ne? Die vierte. Wir müssen das wahrscheinlich alle da einmal umräumen. Aber wir haben jetzt hier Eiche, Birke, Fichte. Das gibt noch Trope, Akazie und Schwarzeiche, eigentlich. Okay. Und, da, und dann noch die zwei Holzarten aus dem Never, eigentlich. Also, weiß ich nicht, Bruder. Ist ein bisschen schwierig. Ja, gut, wir haben aber genug Platz, ne? Ja, das schon. Ich packe jetzt auch hier alle anderen Arten von Stein rein. Ich mache jetzt da nicht extra Kisten für jeden. Also so glatter Stein und so. Oben ist halt Bruchstein und hier ist halt komplett alles andere einfach drin dann. Weil ansonsten wirst du bescheuert irgendwann dabei. Ich mache auch hier unten extra ein Fass für Licht, oder? Laternen, Fackeln und keine Ahnung was. Vielleicht haben wir ja später noch dieses Stone, was so leuchtet. No. Dann war hier Erde. Earth. Jetzt habe ich hier noch Sand. Der kommt natürlich in die Glaskiste hier. Das kann weg. Ja, die Steinkiste ist auch komplett leer, die kannst du auch komplett wegrödeln. Ja, da kann man nie meckern, finde ich. Durch ein Fass
über eine Truhe. Kann man die Truhe öffnen? Muss ich probieren. Geht nicht. Schade Marmelade, wa? Ja, ist wirklich schade. Weil du kannst ja aus Fässern zum Beispiel so Hängeschränke machen oder so. I don't know. Ja. Dann das schon mal weg. Kann hier hin. Dort kann weg. Kann dahin. Dort kann weg. Oh ja. Ja. Ne? Sieht auch schnieke aus, ne? Was sehe ich doch. Ansonsten soll hier noch irgendwas hin. Man, also was willst du jetzt noch immer? Das ist schon ja, na gut. Und du willst ja voll mehr als Weißen hier haben, ne? Ich würde überall nur Weißen nehmen. Also hier. Na dann? So an sich. Dann will ich noch mal gucken, was unser weißes Schäfchen so sagt. Ich bin entspannt, weißt du? Hier ist hier. Wir haben aber auch legit nur noch ein weißes Schaf. Ah, ne, zwei, okay. Oh, huch, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht schlagen, war ein Versehen, Digga. Kein Zahn. Zwei Lattis. Was? Laternen. Ist das der Folgentitel? Zwei Lattis. Alles klar, Digga. Damit kannst du Leute echt confusen, glaube ich, ey. Lächerlich. Leckerlich ist das hier. Leckerlich, ich bäcker mich weg. Steh die Schafe nicht, wie die da in eine Ecke sich drängeln, ey. Och komm. Aber wie denn jetzt? Wo denn? Warum denn? Aber ja denn. Ja, klar, Digga. Nimm mal Schafe, ihr seid verwirrt, Alter. Was steht denn hier alle zusammen gedrängelt in einer Ecke? Das ralle ich wieder nicht. Weil das ist eure Mission hier gerade. Okay. Ah, hier, okay. Haben wir denn? Ah,
Haben wir, ja. Was denn, wo denn? So. Ah. Das ist eh ohne Spinne. Ja. Ah, vor die Tür, die guckt rein. Hallo Spinne. Also würdest du jetzt bitte nicht eine Spinne bei uns reinlassen? Das ist ja absolut räudig. Ne, ich hab die weggemacht. Weggemacht. Digga. Das hat nur wie Moloch damals, zu seinen besten Zeiten, Digga. Als ob ich dich gerade geschert... Nee. Als ob ich das Schaf gerade geschert hab und die Wolle instant wieder da war. Was ist das denn, ey? Ach komm, reicht erstmal. Ich hab 34 orangene, 33 rote Wolle. Krank. It's incredible, my friend. Aber ich weiß es nicht, aber. Also ja. Ach, wir haben schon ein Stack orangene Wolle voll. Ach so. Ja. Ja, Digga. So, weiße Wolle. Wir brauchen viel weißen Teppich, habe ich gehört. Müsste aber auch reichen hier mit Kisten. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht hier für die Küche, ey. Das sagst du? Gute Schmelzofen. Macht das Sinn hier in die Küche eigentlich, ey? Warum nicht? Ja, kann man, ja. Ja. Oh ja. Ja, das freue ich mich auch. Ich frage mich auch jetzt mal, wo mein Bildschirm aus und angeht. Und das ist sowieso so eine Frage, die komplett erläutert werden müsste, mal langsam. Weil, nee, Digga, weiß ich nicht. Ich frage mich auch, warum ein Creeper hier durch die Gegend läuft, obwohl wir eigentlich hell haben. Hm. Ganz komisch. Ich glaube, weil Creeper gefühlt eigentlich immer spawnen so. Hey, da ist noch einer. Will er mich verarschen? Na klar, Digga. Ich warte auf den Platz. Ja. Können wir einen Feuerstein holen? So. Ey, ja, vernünftig, Mann. Teppichleger, du. Hey, du Bananenpflücker, ja. Ey. Wo soll denn der so hin, der Teppich noch? Ganz durch wieder hinten, ne? Ist auch gemacht. Also bist du da, ja. So hat er es nicht gemacht. Aber egal. Egal. Einen dazu machen hier. Ah ja, boah, war aber glatt, hätte ich jetzt was gesehen. Ganz durch? Nee. Ist ich gerade nicht. Oder? Über so, ja. Schon besser.
Ja. Vielleicht hier durch ein. So eine Bahn nur oder was? Ist das zu viel? Ich finde das halt einfach so, nur weiß es halt irgendwie, weiß ich nicht, Digga. Und wir machen halt steril so, irgendwie. Und wir machen zwei Stücke immer so, also so mehrere Teppiche als Stücke, so weißt du, wie oben im Flur. Ja, wäre wahrscheinlich smarter. Also durchgehend sieht das echt irgendwie blue aus. Ja, dann bau alle ab einfach und dann misch irgendwas oder was. Digga. Einen weißen, einen roten, einen farbigen, einen, keine Ahnung. Digga, mir reicht das jetzt langsam mit dir, ne? Mir auch, Alter. Aber, Mir den gleichen Part, Digga. Wo ist denn Schießpulver und sowas, weißt du das? Ich glaube auch in der Kiste, wo die Schleimbälle drin sind, müsste das sein. Sind die Schleimbälle drin? Hä? An da, wo die Spinnnetze, Digga, ne? Ach da, Spinnnetze, ah, jo. Shit, zwing mich doch nicht dazu, Digga, so auszurasten, weißt du? Ich weiß nicht, was das soll. Schawin. Digga, ne? Nein, wirklich. Das ist doch okay jetzt langsam, Ich habe noch ein Fass. Übrigens hat Fass zum Überlaufen. Eine Kiste. Eine Kiste? Eine Kiste. So. Ich klatsche eine Werkbank hin. Da die Kiste. Kiste du auch ein Girl? Also ja. Geil, Digga. Lämmchen. Was brauchen wir für ein Fass noch eigentlich? Ach Gott, was war das nochmal? Ich glaube Stöckers und Stufen. Ich glaube, ich bin mir gar nicht ganz sicher, man müsste. Ja gut, ich brauche ja noch einen. Ja, verrückt. Das ist sogar schon. So. Machen wir hier quasi. So eine Art Schrank. Ich kann man dort auch so ein Schrankding machen. Ja, komm. Ich hab hier noch Dingens, ne? Zwei weiße.
Also, das und das, ne, hast du gesagt? Erstmal müsste es in, if I'm right, then yes. Stufen, Stufen. Falltür, wo sind denn Stufen, Mann? Wo sind denn Stufen, Mann? Beim Eichenholz müssten die eigentlich drin sein. Ne, wir haben keine mehr. Da muss ich welche craften. Ja. Ja, Wahnsinn, wie schlimm. Die Theatralik dahinter, Digga. Digga, ich kann mir nichts merken mit craften. Ich muss ja immer jedes Mal bei der Werkbank alles suchen hier. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, ja. Das geht mir bei gewissen Dingen aber auch oft so. Von daher ist das schon in Ordnung. Ja, ich glaube, guck mal, so gefällt mir das schon deutlich besser, Digga. Selbst wenn der dann durchgängig ist, es sieht viel angenehmer aus, wenn es halt nicht durchgehend die eine Farbe ist, Alter. Zu wenig Stöckers. Dann macht ihr mehr. Es ist jetzt nicht so, dass wir dafür nicht die Materialien haben, ne? Ein könnte natürlich knapp werden, man weiß es nicht. Ne? So. Gehen ja. Haut sich aus, wie man einen Stöcker macht, ne? Das ist schon mal eine wichtige Sache. Alter. Ja, ne? Das bleibt aber auch irgendwann einfach hängen, wa? Ehrlich, egal. So. Moin Meister. Sollen wir hier unten eigentlich noch irgendeinen Teppich hinlegen oder sollen wir einfach Holz lassen? Kann man auch, ne? Ich weiß ich nicht. Ist aber auch gut, dass mir die Idee kommt, nachdem ich den Teppich weggelegt habe, oder? Das ist smart auf jeden Fall. Aber es ist smart. Ja, alles. Und das ist wieder so frei nach dem Motto, alles richtig gemacht, weißt du? Mhm. Aha, yeah. So reichen eigentlich anstecken. Zack, 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 zack. Und klatschen wir die hier zurück. Ah ne, ich brauche ja noch. Ah, für irgendwas brauche ich das noch. Was wollte ich denn machen? Ich weiß ich nicht. Boah, nicht. So, hä, wo ist denn der Scheiß jetzt hin? Digga, ich boxe dich gleich ins Nirvana, Digga. Immer wenigstens ein Step kurz zur Seite, damit ich einmal den Teppich da noch hinlegen kann. Du stehst da genau drauf, dass ich. Ah, doch, geht. Nevermind, so. Passt so, oder? Reicht als Teppich, oder? Ja, 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 passt schon.
Alles Digga, gut. Wie desinteressiert du da dich anhörst, Digga, ne? Könnte man dir direkt einen ins Maul hauen, Digga. Weiß ich jetzt nicht. Was ist das denn? Aber wie denn? Und, ja, das ist die Frage, weiß ich noch nicht. Sollen wir uns mal schlafen legen, by the way? Sofort. Ach, da ist das. Ach, ich brauch Stein. Ja, moin. Tag ein, Nacht einfach durch, Digga. Schön. Gerade kommen. Na, ist gut. So. Na, jetzt mal gucken, was du hier fabriziert hast. Darf ich? Essen. Geil, Digga. Schön. Ja. Ja, alles gut. Was ist das für ein scheiß Stein, der hier rein muss, Alter? Was für ein Stein meinst du? Ja, das ist eine gute Frage. Kann man hier irgendwie behilflich sein bei dem Desaster da? Ich will was hier machen, aber irgendwie. Gut, ich weiß ja nicht, was du machen willst, ne? Ja, ich hab jetzt. Na, guck mal. So, da kann der Muck wieder zurück. Zack, zack, zack. Mal den rumlatschen. Ah ja, ich habe hier links gebaut, einen Plattenspieler, ne? Geil. Also hier neben unserer Couch. Nice. Und kann man, wie das funktioniert, ob wir jetzt Schallplatten finden müssen, oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, müssen wir. Das ist doch geiler mit dem Teppich, ne? Guck mal, da drängt sich gar nicht so auch. Und der ist jetzt durchgehend, weißt du, und ist halt durch diese farbenfrohe Scheiße halt einfach viel angenehmer. Weil nur weiß ist viel zu steril einfach, Alter. Da kriegst du halt. Nee. Du kriegst statt zu viel, Digga. Ja, sicher. Geh mal gucken, ob ich für dich. Ach ja, Gott, jetzt muss ich ja selber. Also ich guck mal, ob ich für dich irgendwo einen Hundi finde. Knochen. Und eine Leine. Oder vielleicht. Na, wohl ein Pferd musst du dir selber aussuchen. Das kann ich ja nicht beeinflussen. Haben wir eigentlich hier Water irgendwo in der Nähe? Unser See. Also ein Becher mal nicht, keine Butter, sondern halt ein Becher dafür. Was davon? Was? Warte noch mal. Becher. Behälter, irgendwas. Becher. Eimer, die sind bei der Werkzeugkiste, glaube ich, mit drin. Behälter, statt du einfach Eimer sagst, Digga, ne? Ich war gerade übelst verwirrt, was du von mir willst, ey. Bist du jetzt hingegangen? Boah, Junge, was ist denn mit meinem Bildschirm los, ey? Ja, das ist natürlich kontraproduktiv für Aufnahmen, ne? Sag immer, wie das. Die Technik muss da auch einfach sitzen. Ja, aber du hast das ja wirklich schon länger. Oder sagen wir, ja, länger und öfter. Kann man ja schon so sagen, eigentlich, ne? Ja, man hat ja auch Ruhe und gar nichts. Und jetzt immer, ey,
Weißt du? Oh, ich sehe da hinten Kürbisse. Ja. Ist halt weird. Kürbisse take ich mal mit, Alter, für Kürbiskuchen. Wenn ich den auch schon so wachsen sehe, Digga, ne? Der ist ja free to grab, Alter. Ah, hier habe ich mal Holz gefällt. Man sieht die Überreste noch. Wolf! Zimmer, warst du irgendwo hier in der Nähe? Das heißt nichts, ich weiß. But I believe in you, my friend. Hat der echt schon immer mal viel Bäume weggeklöppelt, Digga. Mit dir los, Schwein. Schon wieder. Oh, nicht mehr. Ja, sieht man noch. Was letzte Folge so jetzt wieder. Ey. Boah. Das ist ein Traum. Ja. Lesen, da auch nicht. Oh, mein Nacken, Digga. Oh. Ach so. Wenn du gleich wiederkommst, kannst du mir ja sagen oder verraten, was du im Keller neu siehst. Achso, ja, kann ich dann merken, klar. War gerade kurz laut bei mir, weil mich zwei Skelette angeschossen haben, Alter. Boah. Ja, ihr Wichsviecher, ne? Ihr geht mir auch so auf die Euters, ne? Ja, ein Traum, Digga. Bist du gestorben, oder? Nö, nö, noch nicht. Ich wurde jetzt in eine Höhle reingeballert, Digga. Weiß ich jetzt nicht. So. Weiß ich jetzt nicht, wie ich das finden soll. Ja, dann kann man sich auch mal umgucken, ne? Wenn man schon mal da ist. Also ich finde, wir sind hier unten fertig. Das sieht nice aus, auf jeden Fall. Alles so. Das klingt spannend. Vielleicht können ja diese Minecraft-begeisterten Fans, die hier eventuell zu gucken, auch was zu schreiben in den Kommentaren. Ja, hoffentlich. Ob die Hütte geil ist oder nicht. Ist halt schon Luxus hier. Ja. Genau wie Luxus gerade ist, dass ich wieder nichts sehe hier. Schön raus aus der Grube hier, ey. Oh, ich bin auch fast abgenippelt, muss ich jetzt schon sagen. Das war schon. Oh.
Ja, jetzt finde ich natürlich in der Ecke keinen Gold, weil ich das letzte Mal zwei gesehen habe. Entschuldigen Sie. Boah, ey. Die geht jetzt ungefähr eine Minute lang, die ganze Zeit, ne? Das würde mich auch nur minimal abfangen. Schon wieder die ganze Zeit, die ganze Zeit. Schon bis mitten im Kampf, Digga. Würde ich sagen, ne? Also, habe ich auch schon gesagt. Also, Vor allem aus welchem Grund, weißt du, das würde mich mal jucken so. Keine Ahnung. Schwierig. Also, wenn es so weitergeht, dann muss ich die Folge beenden. Das hat keinen Sinn. Ja, klar. Also ich bin eh in der Nähe, sag dann einfach Bescheid. Ich glaube, das wird jetzt eh dunkel, ich sollte eh noch. Ein bisschen Eier auf Eiersuche. Ah, ja, ich sehe schon. Der Eiermann, Digga. Ah, Zuckerrohr fertig gemacht, ne? Na, ist doch nice, Digga. Und schon bemerkt. Ah, schöne Steinzinger hast du uns gegönnt, ja. Ja, why not, ne? Finde ich gut, ist solide, kann man so Und machen. oben in der Küche? Ja, warte, 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 warte. Give me a moment. Schön die Waschbecken hier, verstehst du, ich meine? Ja, geil, Digga, nice. Und hier hast du eine Kiste mit So. Wasser, auf jeden Fall, falls wir Wasser brauchen. Moment. Hier hast du ja selber geschrieben, Zutaten aus aller Welt. Ja. Da packe ich jetzt auch den Kürbis mal rein, der ist ja auch eine Zutat. Das ist richtig. Könnte auch pennen gehen, ne? Dunkel, oder ist schon dunkel. Ja, so langsam sollten wir das auch mal. Schadet wohl nicht, mal eine Runde zu knacken, ne? Das ist korrekt. Guten Schönen Morgen. guten Morgen. Jo. Die mal die Feller fresh machen. Genau. Kommt schon wieder ready. Weißt du was? Ich glaube, ich baue mir jetzt mal eine Angel und gehe mal einfach kurz eine Runde angeln. Wir müssen noch einen Kannst du mal Stall deinen machen, Fisch ne? auch ranholen? Fällt mir gerade ein, dann wären wir Ja. komplett fertig. Ja, aber ein Stall. Also, ich weiß halt nicht, was your time says, Stunde. Tatsächlich. Ich weiß mal warum. Achso, weil wir die erste Aufnahme ja Ja, nicht ging, ne? ich wollte mich gerade auch sagen, eine Stunde frage ich mich nämlich auch gerade, Alter. So, wenn ich auf die Uhr gucke, denke ich mir, eine Stunde ist aber ganz mutig gerade. Ja, sicher ist ja eine Stunde an sich. Also wir nehmen jetzt gerade auf, eine Stunde, 9 Minuten. Wenn man es Ich bin genauer jetzt sagt. cool, Digga. Ich habe mir das auch verdient, einfach mal zu angeln oder so ein bisschen Fisch ranzuholen. Machen wir auch noch nicht, ne?
Fischis. Deswegen. Und vielleicht angel ich uns ja noch was Schönes, einen Sattel oder so vielleicht mal, weißt du? Ich mach was den Bauern hier. Nee, siehst du, du machst den Bauer, ich den Fischer, ist okay. Wir müssen ja auch mal ein bisschen Time to relax und der Pferdestall rennt nicht weg, bisher haben wir eh nur ein Pferd. Ja, ist auch schnell gemacht, Alter. Ich fange gleich an, den zu bauen. Kommt drauf an, wie du ihn baust. Ist ja eh. Offen, Zaun drum. Auch. Dach drüber. Also, oh, ich hab einen Name-Tag gekriegt. Geil, ich kann meinen Hund gleich benennen, Digga. Schön. Oder unseren Hund. Boah, Junge, Alter. Boah. Und mein Bildschirm ist schwarz. Na, 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 na. Ach so. Ist ja sowas, was man noch nicht kannte, meinst du? Ja. Traurig einfach nur. Oder hätte ich fast verkackt, den Fisch ranzuholen, ey. Da wäre jetzt aber fatal gewesen. Was für ein schön, dass ich so schnell einen Name-Pack habe, ey. Ein paar Kartoffeln nasse. Nee, nee. Alter, ich habe Lederstiefel geangelt. Lederstiefel? Also, ja. Ja, ja. Kannst du nicht ausdenken, sagst du? Ja. So. Was ist so? Nix, jetzt soll ich ja wieder die Möhren rein. Na geil, oh, ein Kugelfisch. Was brauchen wir nochmal Kugelfisch, hast du gesagt? Die sind giftig. Damit kann man zwei machen. Ich glaube, damit kannst du ja nichts machen, oder? Tot weiß ich nicht, keine Ahnung. Weil Aluminium kochen kannst du die auf keinen Fall, da weiß ich halt. Mal kurz einen Angel gegönnt, weißt du, das ist halt auch mal schön, einfach so auf dem, ja, so in unserem kleinen Bootshaus an dem Steg zu stehen und einfach zu angeln, Digga, das ist beruhigend, weißt du, nach dem ganzen Gebäude da. Aber man kann jetzt endlich sagen, wir haben unser Haus so an sich fertig, oder? Also ja. Also klar, ein Pferdestall fehlt natürlich irgendwie noch, wir müssen mal langsam mal auf Exkurs gehen oder Obsidian selber herstellen, damit wir mal unser Nether-Portal auch hinbauen können, weil so ein Abenteuer im Never sehe ich uns ja, ne? Ja, das ist richtig. Boah, wie viele Eier die wieder gelegt haben hier, ne? Mein das Gott. Kann, ne? Ich hätte jetzt noch gerne ins. Ja, oder einen Sattel unten nehmen, vielleicht. Könnte ich mein Pferd nämlich auch direkt finden. Ganz wichtig, dass ich einen Knochen anbringe. So. Ganz so fett ein Hühnchen kriegen wir erstmal hier. Jetzt so freighten. Kriegen ein paar Samen, sagst du. Ja. Nice, Digga. Ja, man muss sagen, wir haben uns eigentlich relativ solide hochgearbeitet hier direkt, ne? Das ist schlecht, ja. Ja. So, das merke ich nicht, Leute. Doch schade wie Marmelade, ne? Ruhig, ist für alle was da hier, Kollegas. Ja, ja, ja. Kollege. Genau. Hallo, ich höre keine Kleinkinder. Ah, da sind sie auch. Sechs Stück. Ich höre keine Kleinkinder. Ich bin bei den Kühen gerade. Ja, natürlich, natürlich. So.
so gut. Ich habe ein Glas Wasser geangelt. Geil. Wobei, ist gut, kann man trinken, haben wir ein Glas auf jeden Fall. Ist ja okay. Schaffe fressen auch, Dings, ne? Weizen, ne? Weizen. Naja. Ja, ein paar neue hier. Reicht langsam hier. Viel zu wenig Schafe. So, beide Fellas sind ready. Als ob ich die Angel da jetzt zu spät eingeholt habe. Frech. Hey, bleib mal locker hier, Schweinchen. Du drehst dann um. Gucken wir mal gleich, wie wir den Pferdestall, dass wir den noch hingezimmert kriegen. Eigentlich wäre Rote bitte gar nicht schlecht weiterzumachen für die Schweine, ne? Das Essen. Wir können es aber auch Karotten geben. Wenn wir Karotten viel anbauen, haben wir da. Ja, Alter, wir essen eh 90% Fleisch. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß nicht, Alter. So eine Karottensuppe, ey. So machen kann. Ja, mach mal, Alter. Ja, geil. Leute, da sehe ich mich. Hütchen! Und. Mann! Au, ich ab. So. Boah, ist doch verrückt, Alter, wie viele Eier es hier sind, ne? Mann, Mann, Mann. Du bist ja wieder am Schmieden, ne? Ich hab jetzt mein Namensschild gemacht und jetzt krieg ich meinen Hund einen Namen. Zack. Eier, wir brauchen mehr Eier. Ja, klar, Digga. So. Mahlzeit hier, zack. Recht damit. Jetzt habe ich die Hake hier mitgenommen. Oh, das mochte die Biene jetzt nicht, dass ich ihren Honig geklaut habe, Digga. Hast du Honig geklaut? Ja, die hat mich gestochen, die Alte. Hat sie jetzt nicht eingesehen gerade. Schon wieder dunkel, sagst du? Yes. Dann hole ich mich doch mal aufs Ohr. Ich baue mal kurz den Baum hier ab. Schon dabei. Digga, reicht mir jetzt, ne? Ja, Digga, ist über Platz hier für den Stall, würde ich mal, ne? Ein, zwei Bäumchen weg machen. Na gut, ist richtig. Na gut, stimmt schon. Hast du eine Idee, wie wir das machen sollen, können, sollen, tun? Wollen? Na, ich überlege gerade ein bisschen. Am besten nicht zu groß. Ne, kleine Ding halt. So ein, zwei. Ja, ja. Also zwei Pferde auf jeden Fall. Na ja, klar. Mhm.
und hier da reingehen so. Jo. Kleines Stichelein. Aus Holz oder Steinholz? Ja, das ist halt die Frage, ne? Könnt ihr schon Materialien holen? Ich baue hinten ab. Oder wie ist das hier? Oder machen wir? Oder wie? Ah ja. Ich höre hier Kriech. Oh! Der hat seinen Lederhelm, Alter. Die Frage ist, wo der Stall hin soll. Das ist halt die wichtige. Ja, hier die Ecke, ne? Ein Bäumchen ist ja schon weg. So. Blätter schön wegmachen. Zack. Der bleibt. Den kann man noch machen, das reicht schon eigentlich. Und ja, ja, hatte ich auch so gedacht. Wie gestrüppt, ne? Ja. Eiche, person, die man. Wir haben ja genug Eichenholz hier. Also hoffentlich. Nee. Die kann man nehmen, die kann man nehmen. So. Wir brauchen einen Platz für zwei Pferde, ne? Auch 4x4, oder? Den Boden müssen wir ja lassen, einen grünen oder einen braunen, ne? Ja. Ich hätte mal die Blöcke zählen sollen, ob wir es mal schon zu nah am Haus, ne? Och, aber keine Laternen mehr. Ja, dann muss ich ja machen, ne? Super. Ja, klar, Digga. Gar keinen Bock drauf. Verstehe ich jetzt nicht, Digga. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht, neun, gut. Aber so. Zurück. Tür zu. Was?
Du wärst beinhart wie ein Robber. Beinhart wie mit Stöbern. Beinhart, ich bin Bindi. Aber darüber reden wir natürlich nicht, weil. Es ist halt einfach so, ne? Ja. Na klar, Digi. Ja. Vier. Das kommt zurück. Zurück. Das kommt zurück. Dritte Garnelen. Muss jetzt zwei Einzelgehege oder was? Na ja, klar. Mein Gott. Nee, nee, warte mal. Ach so, ach. Mach mal vorne, ne? Laufen hier arbeiten? Ja, und läuft irgendwie. Ich weiß halt noch nicht mal, was ich hier tue, so wirklich. Nein, oh, Digga. Was habe ich denn hier getan jetzt eigentlich? Es ist doch einfach Schmutz, was ich hier mache. Ah, ne, ich weiß, was ich getan habe. So, ja, so habe ich dann gemacht, naja. So. Mr. Schäfchen, okay. Mr. Schäfchen. Konnichiwa. Wobei, müssen wir einen Gärtner einstellen, Alter. Die Bäume, die versperren bald den Weg hier, wenn wir
Ja, vielleicht hat er Lust, einen aus seiner Community und seinem Gärtner zu spielen, Digga. Ist schon wieder spät geworden, man merkt's, Digga. Ja, sehr. Dunkel. Ja, ist schon schön, ne? Soll ich mich jetzt Zäune machen oder so in der Art, oder? Ich hab halt wirklich noch. Das Tegi. Warte, ich? Nee, ach, Digga. Ah, nee, der hat ja gepasst. Ja, moin, nee, never mind, hab nichts gesagt. Wir haben keine Heuballen mehr, ne? Nee, leider nicht. Aber du kannst aus Weizen welche machen, wenn wir genug Weizen haben. Wie denn? Musst du einfach nur mal an eine Werkbank damit gehen, Digi. Echt? Ja. Zur Werkbank? Denke ich mal schon, ja. Wassermelone, ey. Will ich mir aber auch sehen, ne? Was Wassermelönchen. Mhm. Ja, dafür müssen wir mal das Biom finden. Ne? Ja, irgendwann gehen wir ja eh mal auf Exkurs. Digga. Dann hast du vielleicht nicht genug Weizen, I don't know. 28. Sollte ja eigentlich reichen, ne? Einfach so machen, okay. Einfach alles voller Weizen machen. Ja. Ich habe 2 gemacht. Ja, ich brauche aber was anderes. Ja, sei noch, ich habe 2 gemacht. Ja, das ist schön, das freut mich für dich. Ja. Ja, Digga, schon ein bisschen. Pennen oder? Ich bin gerade im Workflow, ey. Oh ja, nur so eine Treppe gebaut, keine Ahnung warum. Oh, ja, dann habe ich die. Vielleicht, weiß ich nicht, könnte sein, dass ich gerade angeschossen Ja, werde. guck. Oh, never mind, never mind. Das war nicht ich, das warst du. Schwierig. Oh, Was Mann, für ey. Affenviecher, Wie unnötig das jetzt einfach war, mit der ey. Ich schlag den Alter, kann irgendwo hingeflogen ist, hinter mir irgendwo, und dann macht er Bumm. Ja, hey, ne? Die gehst so überall, warum spawnen die noch? Man, die spawnen ja viel weniger als vorher, ne? Aber trotzdem, ne? Es ist an sich schon frech, das ist richtig. Ah, ein Traum. Moin! Hast du schwimmen gehen, oder? Einmal kurz einen Abgang gemacht. So ein Flachdach reicht, oder? Ja.
Digga, ich muss jetzt erstmal immer die Werkbank suchen hier, wie so ein Dudi, ey. Ah, man muss hier gleich nochmal mit der Schaufel vor der Haustür. Ich hab da jetzt aus Versehen eine Falltür geplantet, mal. Dachte ich mir, ist smart, Digga. Entschuldigung. Das war nicht gewollt. Welche Haustür? Du bist daran vorbei. Ist keine Haustür oder Falltür. Da war nur Erde, die irgendwie, keine Ahnung. Ja, das meinte ich doch, Mensch. Boah, warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ist doch schon so, oder? So? Nee, so schon mal nicht. Wohl doch. Werden die Smarter von nur die Dings nehmen? Die Falltüren? Auch eine, auch eine Seite? Das sind nur unten und ich würde aber auch einen freilassen, damit wir die auch angucken können, eventuell von der Seite, so weißt du? Findest du nicht? Na, ich gucke. Also du meinst so? Einer zu viel, ne? Oh, wieso jetzt schon wieder einer zu viel, Digga? Dass man reingucken kann so. Du siehst ja gar nichts mehr von außen. Also so offen, offener Stall. Verstehen Sie? Also du meinst die oberen weg, oder? Ja, was? Ja, so ein offener Stall quasi so. So die weg einfach, ja. Meinst du? Ja, sag das doch, ey. Mein Gott, ey. Schwere Geburt hier, Digga. Hat dir mal geholfen. Na, du kannst die oberen Falltüren noch gerne abbauen. Ja, nice. Huch! Wo bist du denn gelandet, Digga? Ah ja. Oh, jetzt muss man natürlich nur überlegen, wie man macht die Türen. Ganz normale Türen, oh, oder? Ja, Akazie wäre halt geiler jetzt, weil Akazie sieht halt wirklich aus wie so eine Gattertore. Aber nehmen wir jetzt halt einfach mal hier kurz die Eichentüren. Orim Eichenschild, Aminaziki.
Das ist jetzt bescheiden. Muss noch Falltür, dann kann man die dahin placen. Wohin? Das zweite Wand hier. Unsymmetrisch irgendwie. Boah, ist auch ein Kacke, glaube ich, ey. Treppe? Ja, das ist halt doof. Ich hatte was vor, aber das geht gerade gar nicht so. Was geht überhaupt nicht? Die Falltür sieht auch kacke aus. Hä? Die Falltür sieht auch kacke aus, hier eine zweite. Hm. Oder lieber hier Holz machen unten. Weil das passt nicht irgendwie. Wenn du das halt dahin tust daneben, dann ist sie weit an der Seite hier, weißt du? Ja. Vielleicht war das hier mit den Treppen dann doch nicht so smart, dann muss ich das nochmal umändern. Warum? Ja, geht doch. Also, der zeigt mir nicht an, dass ich da setzen kann, aber ich kann da setzen. Also, weird. Gerne noch was tryen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Hast du Holzblöcke? Also. Ne? Hast du 4 Holzblöcke? Also Holzbretter? Gar nicht, ne. Aber ich brauche eh noch ein paar. Das heißt, ich werde jetzt gleich noch mal kurz ein paar machen. So ganz in Ordnung aus hier. Hier in der Mitte, weißt du? Ja. Ja, das geht aufgrund der Falltüren halt nicht auf. Das ist ja so dumm gerade. Ich try es mal kurz. Was zu machen? Halt rauslaufen, ne? Nee. Moin. Ja, okay, doch, das geht. Was ist das so? Ach, hoch, wo hast du denn das jetzt, Alter? Woher? Blendet der da denn hin? Ist der komplett bescheuert, Digga? Ja, da, bitte. Oh, moin Meister, ey. Die brauchen noch was zu trinken, ne? Das ist richtig. Du bist richtig unwichtig. Hallo Hotti! Ja, guck.
Für dich, Kollege, haben wir noch eine Diamantrüstung. Guck, er freut sich, guck mal, wie der springt. Hopp. Ja, ja. Er hat einen eigenen Stall mit Wasser und Futter. Und Heu, ja, ist doch schön. Jetzt müssen wir nur noch ein Pferd für dich irgendwann aufgabeln unterwegs. Ja, es ist jetzt nicht der schönste Stall, aber es reicht, glaube ich, ne? Können eigentlich Leine und so, können wir eigentlich da oben hin tun, ne? Hm? Leine. Wo oben? Beim Stall. Nimm eine Kiste mit. Ja, hier, gönn dir die Leine dann noch gerne. Ja. Ich glaube, oben müsste die Diamant. Ja, ja. Rüstung sein, glaube ich, ne? Vom Pferdchen. Sollte sie zumindest. Vielleicht ist eine Rüstung leihen. Ne, ist sie nicht. Hm. Aber warum denn aber muss nicht? Muss im Keller sein. Bei. Aber warum denn jetzt? Bei Schwerter. Ah, jo. Hast du wieder, ja, ne? Mhm. Hast du die schon geholt? Hast du die schon geholt? Boah. Ja. Wollte ich ihn jetzt mal an, Alter. Wo hast denn das ganze Grünzeug hingepackt? So Blumen und so? Hinterausgang, Tür, Haus. Also oben. Oh. Das sind zwei Kisten. Wenn du rausgehst, die rechte. Geil. Ja, nice. Ich jetzt nur hier. Gartenzock muss ja in den Garten, ne? Das ist richtig und wichtig. Pfeile und so einen Scheiß hast du weggehauen oder was? Was habe ich weggehauen? Pfeile? Pfeile sind, glaube ich, auch oder hier in dieser. Werkzeug. Ja. Ich wusste ja nicht, wohin damit. Also, ich sage, am Ende haben wir wahrscheinlich beide einen Bogen, der auf Unendlichkeit verzaubert ist, ach, weißt du, so. Da brauchst du ja eh nur den einen Pfeil. Ja. Weiß ich jetzt nicht, ne? Es ist halt schon scheiße gemütlich hier alles, ne? Bogen, Hypergeld 1, 2. Kann man die nicht reparieren, die Dinger, oder? Bögen kannst du mit anderen Bögen zum Beispiel reparieren, glaube ich. Aber das kostet dich halt auch, weiß ich nicht. EP, ne? Vor allem nicht bei dem Muchfert. Nicht bei der. Ja, Level halt, ne? Aber bei den Muchfertzauberungen. Ganz ehrlich, Digga. Nein. Hast schon angezogen, okay? Sind wir mal. Ja, klar. Hat er automatisch einen Sattel, ja, ne? Nee. Sieht nicht so aus, deswegen. Nee, der hat keinen Sattel. Den muss ich leider finden, Digga. Kann man keinen craften? Nee, man kann keinen craften. Das wäre ein bisschen cheesy. Das geht leider nicht. Schade, mal Marmelade. Würde ich jetzt. Ja, würde ich jetzt natürlich appreciaten, aber gut, denn irgendwann finden wir den auch noch. Ja, sieht doch aus, als wir fertig sind, ne? Ja. Mit allem hier. Sollen wir so einen Rundgang machen, so einen kleinen? Ja, gib mir einen Moment, ich mach gerade noch was.
Was denn? Bist du oben oder? Na, ja, du bist ganz weg, okay. Können wir vom Dach anfangen oder was? Oder wie gehört? Oder von draußen geht auch. Oder wie oder was? Aber warum denn aber? Wo bist du? Ach da! Schweinchen, wie viele? Oh, ja. Ja, wird mehr. Eier. Eiers, wenn ich Eiers, darf, Eiers. Ja. Mhm. Schon besser, mein Freund. Ein paar aufsammeln, wa? Nee, warte mal, ich bin noch nicht zufrieden. Das ist eigentlich für den Dudi gerade so. Und dann können wir, ich mach kurz hier eine Kleinigkeit und dann können wir gerne den Rundgang starten, Digi. Wenn man manchmal so die falschen Metze in der Hand hat, ne, schwierig. Boah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oder? 3, 6, 9, 10. Ja, 10 Stacks Eier haben wir. Boah, Junge, Alter. Naja, das Ding ist halt, Weizen haben wir nicht viel. So, das ist halt schwierig, daraus jetzt natürlich Kuchen zu böllern. Weizen habe ich leider alles verbraucht, fast für. Na, ich sag ja, das ist ja so das Ding, ne? Ich meine, das ist okay, unsere Tiere müssen ja auch Nahrung haben, das ist ja wichtig. Und schon wieder dunkel hier. Ich merke das schon. Kommen sie runter? Ja, unos momentos. Wir können eigentlich pennen gehen, ne? Eine Runde und dann. Den Rundgang starten. Ich gehe mal nur mal eben noch mein Inventar leeren. Also kurz die 2-3 Holzsachen, die ich habe. Nee, Digga, sehe ich jetzt nicht. Guten Morgen! Ja, guten Morgen, buongiorno, was geht ab? Klopf, klopf. Moin. Ja gut, dann fangen wir mal an, hier oben, ne? Bam! Das ist schon einer meiner Favorites hier irgendwie. Ich weiß nicht warum. Das ist gemütlich, ne? Hier nette Kaminecke. Ja, vor allem du rechnest halt nicht damit, wenn du hier hochkommst, denkst du dir so, ja, easy peasy, irgendein Muchboden, so, weißt du. Und dann kommst du hier rein, Alter, Zaubertische, Kamin, Digga. Schöner ja. Teppich verlegt. Ja, unser Zaubertisch ist hier. Ja, schöne Kronleuchter hier. Schöne Kronleuchter, Kaminecke mit Sitzgelegenheiten. Und ja. Lagerplätze. Sehr geil, Omat, ne? Das ist schon schnieke. Dann kann man runtergehen hier, so. Dann noch ein paar Kisten. Schöne Teppiche, sieht man ja. Jo, dann sehen wir die auch unsere... Uppala. Also, ne? Ja. Traffis Room. Ja, moin. Ja. Du verstehen. Okay. Hier ist Mufasa, by the way. Mufasa, okay. Na klar, Digga. Ich nehme meinen Much. Hier ein schöner Banner einfach mal vor der Tür, dachte ich mir so, warum nicht? Ne? Ja, ich habe auch einen aus Augen. Ich bei dir ja auch gemerkt, ja. Ja, ja. Ja gut, mein oder Zimmer das Raftomics-Räumchen. Sieht ähnlich aus, ne? Ja. Der blau-weiße Schalke-Teppich natürlich hier, ne? Am Start. Und dann ein gelbes Bett. Ein gelbes Bett, ja, komisch, ne? Ja, ich muss mir auch ein blau machen, aber einfach weil blau meine Lieblingsfarbe ist. Ich mache mir auch ein blaues Bett.
Also ich meine, wenn wir jetzt mal in unsere Schneiderei und Schmiede gehen, haben wir eh genug Wolle. Schneiderei und Schmiede, ja genau. Ein Babystuhl haben wir hier, ein Babystuhl. Genau. Ein paar bisschen Und echt, Wolle. brauchst du viel Wolle? Hier haben wir unsere Barren so ein bisschen reinsortiert, ne? Und der Sigi. Ein Amboss, Amboss zum ein Reparieren. Am Schmiedetisch. Schmiedetisch zum Ausrüsten, alles Genau. klar. Ab zum Badezimmer dort. Im Bad und Bad WC. und WC ist jetzt natürlich, ne? Sieht aber schon edel Vielleicht aus, wird hier auch ne? nochmal Kernsand. Vielleicht wird man auch nochmal saniert und die Badewanne wird durch eine Dusche ersetzt oder so. Man weiß es noch Boah, nicht. Baden ist doch schon schön, ne? Könnt ihr einen riesen Ja, Pool machen ist draußen. halt. Das können wir natürlich auch noch bauen. So einen schönen Pool. Also das sehe ich ja, ne? Ja, ne? Ja. Dann hast du So, hier dann. Terrasse, hast du das gemacht, oder? Ja, große, Ah. so zwei kleine Sitzecken haben wir mal drauf gemacht, ne, Ja, sieht weil auch gut aus. es war ja so karg hier. Ist ja Dachte Wintergarten, ich ne? mir, Keine komm. Terrasse. Ja, eben. Wenn du hier schön sitzt, Digga, und einfach rausgucken kannst, hier so rausgucken kannst, zu den Tieren rüber. Das hier. Ist doch schon schön, Da sehe Digga. ich mich. So, dann. Aber natürlich. Ja, man könnte ja sagen, unsere Hauptstädte. Eine Joa. Küche und ein kleines Wohnzimmer. Tomik hat hier schon Und eine drei Kochinseln einen gezaubert. riesen Teppich hier. Ja. Genau, hier sind nur Öfen. Hier sind immer jeweils zwei Öfen und jeweils immer ein Schmelzofen und ein Räucherofen. Schön die Waschbecken. Hier haben wir Ja, Hände Wasser. waschen muss sein. Na, na, na. Und Ja, da zwar sind einmal zwei leer. leere. Ja. Einmal Dann haben Food. wir hier Zutaten aus aller Welt natürlich, Und ne? Zutaten aus aller Welt, genau. Die noch, ja. Ist noch mau, ne? Da fehlt noch was. Ja, gut. Und dann haben wir hier eine schöne große Sitzecke. Ja, auch Jawohl. ganz gemütlich angelehnt. Schön Ein Plattenspieler, lodernden ne? Kamin. Ja, der Plattenspieler, da müssen wir noch Schallplatten finden. Und hier auch nochmal schöne Ja, Staumöglichkeiten. hier ist unser Dann. Schrank, ne? Mit Kamin und Bildchen. Ja. Genau. Was haben wir Eigentlich noch? fehlt hier noch so, hätte man so eine kleine Leseecke, hätte man auch noch machen können, Ah ja, unser theoretisch. Aber Keller noch, ne? wir haben noch, unserem Keller haben wir noch ein Tour Le Mans. Der auch sehr. Spontan hingezimmert, aber sieht sehr Der sehr sexuell aussieht, nice aus ne? eigentlich. Ja. Ja, Fehlt sieht noch schon einiges, schön. ne? So, Wir haben ein ein paar paar Rahmen und ein paar Objektrahmen fehlen Objekte, halt. ja. Die kommen ja noch, die müssen wir noch Aber machen mit Leder ja, etc. Aber hier haben wir richtig. auch eine Werkbank. Ich glaube, die haben wir gefühlt Ja, fast in jedem Zimmer. eine Steinsäge. Eine Steinsäge, keine Ahnung, wozu man die braucht, aber man kann die Ja, vielleicht aber ja da macht ja benutzen. Sinn, je nachdem, also ich sag ja so, eine Werkbank in fast jedem, auf jeder Etage ist schon mal sinnvoll, weil egal wo du gerade bist, wenn du mal gerade auf schnell was machen willst, hast du Ja, eine immer, Werkbank Chef, da muss dabei. man in den Keller laufen oder so, von ganz oben, so behindert, ne? Ja, also deswegen. Und was war noch neuer? Hoch. Wir zeigen ja immer Das alles. ist Das ist eine ganze natürlich Tour. unser. Eine ganze Tour. Achso, der ganze Tour. Ja, Ja, dann gehen wir genau. erstmal zu dem Der neuen. Weg. Ja, der Pferdestall hier halt. Der ist auf klein und süß, auf Genau. Auf schnell. zwei Pferde nur halt, ne? Man kann Ja, ja in den eben. rechten reingehen, da ist ja kein Also. Pferd drinne. Hallo, Hotti. Man kann auch hier rein, wenn man. Er stampft auf Wasser erstmal. Ja, moin. Also, wenn wir mal irgendwann Akazien haben, werde ich das vielleicht noch durch Akazientöne ersetzen, hier die Türen, weil Akazie schmiegt sich da schon besser angefühlt. Also Traffis Sieht halt Pferd. mehr nach Gatter aus. Traffis Pferd hat hier schon eine Diamantrüstung an. Ne, Haut zu, wir haben keine wir haben Kappa. immer noch keinen Sattel. Aber das Nein, Pferd hat Sattel haben wir eine. nicht, du hast. Das ist Ja. wichtig und richtig, ne? Da muss Heuballen. man ja auch sagen. Wasser. Ja. Vieles Pferdchen. Und eine Kiste. Da tun wir Leinen rein und alles Genau. Mögliche, was für ein Pferd ist. Ne? Vielleicht auch ein bisschen Heu noch und Genau. so So, etc. dann haben wir unseren selbst angelegten See, ne? Darf man ja nicht vergessen hier. Man sieht schon, der Genau. Zuckerrohr wächst und gedeiht hier prächtig. Ein paar Fischis haben wir auch drin. See mit Zuckerrohr, genau, Fischis. Und Ja. der See ist wirklich selbst gemacht, ne? Das ist ja geil dran, ne? Ja, der wurde von uns wirklich komplett selbst, auch komplett selbst mit Wasser befüllt. Und man sieht keine einzige Strömung. Ganz stilles Gewässer hier. Und das ist wichtig Und und richtig. richtig. Auch die Beleuchtung Natürlich. So, stimmt hier, dann. ne? Überall Laternchen. Ja. Also unsere, die Bienen, die haben sich hier überall angesiedelt mittlerweile. Du hast Naja, schon ey. gefühlt, Alter, hier sind so viele Vor allem musst du Bienenstöcke, auch überlegen, wir hatten vorher ne? gar keinen Baum hier. Wir haben alles selber angepflanzt an Bäume, ne? Ja, wir haben uns hier in Überall. unseren eigenen kleinen Wald gesetzt, ne? Ja, hier haben wir einmal bunte Schäfchen. Das nicht zu wenig.
Ja, einfarbige Schweinchen. Reich jetzt. Das ist auch nicht so wenig. Das... Nee, das ist ordentlich. Dann haben wir Hühner, die immer ordentlich teuer sehe ich dazu. Ja, da gehen wir doch mal gleich. Gehen wir durch, genau. Das sind auch viele Hühner, ne? Ja. Dezent. Du kannst ja werfen. Vor allem. Ja, muss man langsam. Die haben zu viele, die haben, glaube ich, 10 Stacks oder so. Könnt ihr irgendwann mal Hühnchenschlachtung machen? Ja. Die alten Rentner hier weg. Auf jeden Fall sind hier unsere Kühe auch, ne? Für Lederfleisch und Milch. Ja. Milch können wir auch mal anzapfen, ne? Können wir machen, ne? Brauche ich unter Wasser, ne? Ja, unter Wasser kann man ja so Milch auch. Man kann das Schild ja umbenennen. In Wasser und, und Milch. Ja. Wasser und Schild. Wasser und Schild. Ja, geil, ey. Ja, hier. Ja, dann haben wir ja so unsere kleinen süßen Fältchen. Oh ja. Kartoffeln, Karotten und natürlich vor allem Weizen. Weizen ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir so. Ja, wo ich mir fast überlege. Schweine können wir aber auch einmal nächstes. Ob ich das vergrößere? Ja. Aber auch nicht so einmal zersägen, Alter. Das sei auch schon fast voll. Ja, guck dir. Ich war fleißig. Ja, nur noch Zähne. Ja, die bewegen sich auf ganz dünnem Eis hier gefühlt. Guck mal, hinten das Schwein. Wir haben Glotzen, das ist auf dem Berg da. Boah, ja. Naja. Ja, und dann haben wir noch einen Stopp eigentlich bei unserer Rumreise hier, ne? Ja. Den man schnell vergisst, weil man den nicht so offensichtlich sieht. Aber der ist halt da. Unser Brotsteg. Treppchen runter. Zack, zack, zack. Ich glaube, hier sind die meisten Laternen draufgegangen. Boah, ich überlege so gerade, wir haben das hier gar nicht beleuchtet hier, ne? Innen drinne. Nee, müssen wir halt auch tatsächlich noch irgendwann mal machen. Fällt mir gerade so ein. Ja, ein Riesenbootshaus, ne? Ja, klar, Digga. Mit 6 Bötchen. Ja, wir waren ja auch schon einmal auf Spitzdu, ne? So ist ja nicht. Wir waren schon einmal, ja. Jetzt nicht so weit weg. Also, das ist, also wie viel Holz hier auch. Ich glaube, das kann man sich schon ausrechnen, wenn man sich anguckt, wie viel Holz alleine hier. Alleine das Ding hat ordentlich. Und das Haus hat er auch ordentlich geschluckt. Die Treppen hier, also, ne? Ja, ja. Das war auch eine Prozedur, hier runter zu arbeiten, ey. Alter Schwede. Wenn man mal guckt, diese ganzen Fichtenfalltüren hier, Aleco Mio, ey. Wie viel Holz wir hier verkloppt haben in Ding. Boah. Ist schon krass. Ja. Aber ich finde, wir haben ein schön schnuckliges Hütchen. Eher eine Villa, ne, wie man sieht. Ja, 3 Stockwerke, ne? Ja. Wenn man Keller dazu zählt, 4 ja, sogar, ne? Plus Keller. Ja. Ja. Ja gut, der Keller ist ja wirklich eigens so zum Lagern von gewissen Dingen. Ja, aber so was braucht man halt einfach, ansonsten kippst du irgendwann aus. Und natürlich immer noch unser kleines Lava-Bäckchen. Ach, haben wir ja auch noch, genau. Unsere ja, Mülltonne. Machen wir mal auf das Ding in hier und dann kann man alles hier reinstallern, ne? Ja. Ja. Eigentlich sehr schlau so. Und man könnte ja auch sagen oder zeigen, was wir in Zukunft noch hinbauen wollen. Und zwar da hinten. Ja, da hinten am Ende des Weges wird unser Never-Portal hinkommen. Genau. Da darf ruhig ein bisschen weiter weg sein, weil die Soundkulisse will man nicht unbedingt in seiner Nähe. Ja. Ich werde hier die 2-3 Bäume wegholzen und dann werde ich da was Schönes hinknüppeln. Sobald ich mal hier lang so in der Richtung. Reden. Weißt du, hier so. Ja, weil der Weg in der Mitte ist. Können wir auch. Ich will genau, dass der Weg genau mitten durch in den Never reingeht. Zack. Ja, lässt sich machen. Ja, gut, aber ich würde sagen, das baue ich dann. Also, wir werden nächstes Mal, denke ich, wahrscheinlich eher wieder auf Tour gehen, mal. Weil wir waren bisher ja wirklich nur gewiss in dem gewissen Umkreis von uns jetzt so. Ja gut, wir haben auch eine Ressourcen erstmal. Ne? Wir wollen ja nicht irgendwie stundenlang irgendwelche Ausflüge machen. Ne? Wir wollten ja unser Shit erstmal hier fertig machen, ne? Richtig, ich finde, das ist auch ein schöner Shit. Jetzt kann man sich halt ja mal vielleicht von oben nochmal angucken, hier so ein bisschen. Kannst du ja probieren, ich hab überall Bäume reingesetzt. Ich merke das schon. Da oben ist schon wieder richtig. Ich werde hier wieder weggemacht.
Du wirst welche gemacht oder du machst welche? Ja, beides. Er versucht mich welche zu machen, aber ich habe ihn welche gemacht, so. Und du so? Ja, ja, easy. Der jetzt noch nicht, Alter, ey. Aber ich meine, wenn man von hier schon runter guckt, Digga, ist das schon. Hier haben wir unseren Fichtengebietswald ein bisschen. Kann man jetzt ein bisschen durchgucken. Aber das sieht schon. Ja, das sieht schon. Alles ist schon schön. Sieht aus, als hätten wir uns unsere eigene kleine Pyramide da irgendwie gebaut, ne? Ja. Schön beleuchtet, schön groß. Ich finde es schön. Ja. Der gute See da unten. Siehst du ja die den See finde ich auch sehr schön. Ach so. Den See finde ich auch sehr schön, wollte ich sagen. Guck mal von hier so. Ja, und diese Position. Da. Gehen wir mal rum. Ja, wenn du jetzt runter guckst. Ist schon schnucklig, muss man einfach sagen. Ja. Ja, und dann haben wir jetzt ein Nether-Portal als nächstes und eventuell noch ein Pool. Ja, Pool platztechnisch so ein bisschen knapp, ne? Ja, du, hey. Wir haben ja einen See. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ist auch so eine eventuelle Idee. Ja, alles klar, danke, Zombie. Wir sollten vielleicht mal schlafen gehen auch. So. Ah ja. Aber im Gegensatz zu früher, muss ich ja sagen, wir spawnen sehr, sehr wenige Monster auf jeden Fall, ne? Ja, Gott sei Dank, Digga, das war ja teilweise echt extrem, oh, einfach nur. Ja, aber... Ja, das war jetzt so unsere Tour fürs Erste, hm? Bist du vergiftet, Alter? Ich hab verrottetes Fleisch gegessen, Digga. Ach so. Ja, willst du auch ein bisschen? Na, danke. Hau die rein. Du kannst ja unten in unsere Mülltonne reinschmeißen. Weißt du, gutes Essen hier, aber Hauptsache verrottetes Fleisch essen. Das ist auch ganz wichtig, ey. Ja, gut. Ja. Hallo, hallo, haben wir es geschafft. Das sind die nächsten Rundenfolgen. Ne? Ja. Das sind die nächsten Folgen hier quasi jetzt. Im Kasten, meinst du? Nein, auf Tour gehen. Achso, ja, ja. Wie gesagt, Obsidian, auf jeden Fall. Nether-Portal werde ich mich dann drum kümmern. Ich weiß, ich habe das ja schon 2-3 Mal gemacht, also ist das nicht. Ich werde es vielleicht genauso einbauen wie in meiner Welt, weil das passt, glaube ich, am besten und geht am schnellsten noch. Ja. Weißt du, da hast halt nicht so Gestresse und musst du dat und dat fahren. Da brauchst halt Holz, ja, und Stein. So. Kriegen wir alles hin. Na klar, Digga. Auf jeden Fall, die nächsten Folgen werden sehr spannend. Für unsere Zuschauer. Ja, ich glaube auch, also. Ja, neue Eisenrüstung muss auf jeden Fall ran, ey. Ja, das auf jeden Fall. Aber wir haben ja noch auf unserem Rüstungsständer welche, so ist ja nicht. Nehmen wir noch Eisen. Na gut, dann will ich mal sagen, ja. Sag mal tschüss, Harry. Ja, auf Wiedersehen reingehauen, ne? Man hört sich, sieht sich. Tschüss.